Ja, Leute, halli, hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations. Ihr fragt euch sicherlich, hey, Animandes, warum zum Henker hast du den Heuhaufen gewechselt? Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich finde ja so Heuhaufen, die so in kleinen Schubkarren drin sind, ein bisschen bequemer als die anderen. Nee, um ehrlich zu sein, kaum war ich aus dem Heuhaufen raus, hat die Wache mich entdeckt und ich wollte euch jetzt nicht schon wieder ein bisschen Zeit nehmen, in denen ich irgendwie durch die Gegend renne und alles. Deswegen dachte ich, wir machen einfach genau dann weiter, wenn ich wieder frei bin. Ihr habt gerade die Wachen auch weggehen sehen. Wenn ihr mal Anfang des Videos schauen würdet, dann werdet ihr sehen, ich laber schon nicht Mist. Wie ich es vielleicht andererseits tun würde. Aber jetzt nicht. Ja, wir sind also immer noch in der Mission. Die Spionin, die mich liebte. Nee, nicht die mich liebte. Die mir aus dem Weg ging. So rum war das. Und wir müssen jetzt irgendwie irgendwo diesen blöden Typen finden, der diesen blöden Schlüssel hat. Aber wie machen wir das? Ich meine, oh, Moment. Da! Natürlich! Jetzt haben wir natürlich so eine Geistergestalt. Natürlich. Aber letzte Folge nicht, ne? Boah, ich war schon drauf und dran, irgendwie zu drohen, dass wir hier 15 Minuten durch die Gegend rennen werden. Und zwar völlig planlos. Ach, einer von denen ist es. Okay, deswegen geht das nicht. Na gut, gucken wir mal, wer es ist. Gucken wir mal, wer es ist. Und es ist der da. Um jeden Preis den Gefängnisschlüssel beschaffen. Natürlich. Ach, wir sind doch die Meister des... Hä? Der hier. So, schnell weg. Das waren wir nicht, hat keiner gesehen, überhaupt nicht. Wir haben den doch nicht irgendwie dabei weggeschubst oder sowas. So, jetzt müssen wir wieder zurück ins Gefängnis. Und die gute Dilara befreien. Wenn ihr euch erinnert, das war ja das Hauptproblem letztes Mal. Die Alte wurde festgenommen. Keine 3 Minuten, nachdem wir sie aus den Augen gelassen haben, wurde sie schon festgenommen. Herzlichen Glückwunsch dazu auf jeden Fall. So. Zack, rüber. Ach, da hinten ist das Gefängnis. Okay, dann gehen wir mal so. Irgendwie. Sehr schön jetzt hier, sehr schön. So. Nicht, dass er mich irgendwie sieht und dann heißt es wieder, jetzt hier hinterherlaufen. Hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. So. Zack, zack, zack. So, Moment, ganz kurz. Meine Haare nerven mich gerade. Ah, die kitzeln. So, wir sind voll falsch. Wir müssen da lang. Ach, genau. So, genau. Wir wollten, oder ich wollte hier wieder ankommen. Ach, guck mal, hier haben wir die Folge angefangen. Und dann sind wir gleich hier oben. Ich bringe mich ganz bestimmt nicht um. Ich bin Ezio, Mann. Bitches. So. Bitch, please. So, da hoch. Ich glaube, da ist immer noch ein Datenfragment, das wir noch nicht aufgesammelt haben. Ja, genau, da ist es. Vielleicht hoch, Ezio? Ja, danke. Danke, danke, danke. So. So, Datenfragment da unten. Vergessen wir eh nachher. So. Der ist am besten alles ungesehen und unauffällig. Ja, das goldene Ziel brauche ich doch jetzt nicht mehr. Ich habe das goldene Ziel doch schon. Oh, Spiel, ey. Oh Mann. Ihr tut mir auf jeden Fall auch sehr leid, aber ich kann euch leider nicht mehr helfen. Aber der guten Dilara kann ich helfen. So, komm raus, Alte. Ihr habt euch Zeit gelassen. Gern geschehen. Amana Lachin. Was ist das? Nicht alle wurden gefangen genommen. Arme Männer. Alasi Tsikutsasin. Der turkmenische Abtrünnige war das. Shakulu. Ich bring ihn um. Wartet. 2350. Nettes Geld, was wir hier bekommen. Juhu! Ja, jetzt geht's wieder los. Die 100% Strähne, hoffe ich. Ah, wir waren ja lange, lange. Ach, schaut mal. Aus Städten Komponenten verdient. Oh, um Geld im Banktresor. Oh, das wird ja immer besser. Gibt es ja einen Schmied? Ja, dann können wir uns ja so ein paar Sachen kaufen und das Ding hier klauen. Oh, da können wir auch runter. Und zack! Ja, natürlich auch sehr unauffällig, wie immer. Ganz kurz mal auf die Karte glotzen. So, wir sind... Oh, wow, okay. Ja, tatsächlich, hier gibt es einen Schmied. Tatsächlich. Und zwar genau einen, wenn ich es richtig sehe. Ja, Hammer. Ein Schmied.
Eventuell können wir bei den Bücherleuten hier so eine Karte für die Datenfragmente kaufen. Oder ich bin mir nicht sicher, vielleicht sind die auch mit den Schätzen eingeschlossen. Ich bin mir echt nicht ganz sicher, wenn wir gleich gucken müssen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal zur Bank und dann zum Schmied. Wir brauchen ja sowohl Armbrust als auch alle anderen Sachen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Geld dafür reicht. Wir schauen mal. Naja, wir mussten halt auch einfach das, dieses eine Denkmal da kaufen. Den Galataturm? Galataturm, glaube ich. So. Mussten wir einfach machen. Das ging aber nicht anders. Wir hätten dieses Spiel nicht weiterspielen können, hätten wir nicht den Galataturm in unserem Besitz. So ist es. So. Schmiedi. Gonzales ist hier. Der Schmiedi Gonzales. Ist ums Eck. Zack. Interessante Dächer, muss man den ja schon lassen. Also sie haben sich schon sehr Mühe gegeben, dass sie schön kletterfähig sind. Also das muss man denen ja auch zugute halten. Aua. Und war auch sehr unnötig. Also was, du kommst hier nicht hoch? Hä? Du kannst doch auch voll nach festklammern. Oh. Der Mann wird alt. Und ich stehe auf einem Felsspalt. Und das hat sich gereimt. So, schnell zum Schmied. Schnell zum Schmiedi. Oh, Schmiedi. Ich hab dich vermisst. So. Reparieren ist immer gut. Mann, das ist schon wieder alles kaputt. Wir haben noch letztes alles repariert. So, Rüstung. Wir können uns echt nur die Armschützer kaufen. Eieieiei. Oh Gott. Ja. 13.000. Die Armbrust. Können wir uns immer noch nicht kaufen. Was? 24.000. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst. Komm, jetzt halt Armschützer. So, da habt ihr es. Und ohne großes Leuchten sind sie sogar schon dran. Cool, Ezio. Gut gemacht. So, dann können wir auch wieder die Markierung entfernen. Oh, ich würde ganz gerne eigentlich nochmal hier in diesen Buchladen reingucken, was ich da so für Karten kaufen kann. Und normalerweise kann man sich ja da Karten kaufen. Und sehen, was man damit anstellen kann. Meistens irgendwie Schätze, aber ich meine, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich mir das nur gerade einbilde. Ich meine, es gibt auch Karten für die Datenfragmente und wenn wir schon hier sind, dann würde ich natürlich auch gerne alle mitnehmen wollen. Maximum Datenfragment sozusagen. Natürlich hat er uns gesehen, natürlich fand er uns blöd, natürlich müssen wir wieder laufen und natürlich sieht er uns jetzt nicht mehr. Hm? Ja, wo bin ich denn nur? Oh Mist, hab ich ja gesehen. Wer hat das denn gemacht? Oh, lass ihn nicht schießen. Ja, er erschreckt doch nur die Kinder. Aha. Hier gibt's auch null Verstecke. So echt null. So. Guck mich nicht an, lass mich einfach sitzen. In der Zwischenzeit nehme ich mal einen Schluck Wasser. Genau gesagt, ein Schluck. Also ist das so Wolwig Himbeer, Wasser mit Himbeergeschmack. Der Himbeer mag, der kann sich das gerne zulegen. Das ist eigentlich ganz lecker. So. Bücher ist klar, okay. Boah, wow, wir sind so pleite, wir können es nicht mal. Oh, die sind aber auch teuer. Eieiei. Schatzkarten. Ach, okay, das ist auch nur die Schatzkarten. Aber nicht nur. Okay, Kappadokien. Okay, gut. Ich habe das erstmal nicht gesehen. Ich dachte, das wären nur die regulären Schatzkarten aus Konstantinopel. Nun gut. Egal, trotzdem einen schönen Tag. Die gibt's, aber die sind teuer und die können wir uns erstmal nicht leisten, weil wir total pleite sind. Daher beginnen wir einfach mal die Hauptmission wieder. Bevor die arme Frau jetzt da völlig ausrastet und da sonst noch wen umbringt. Wir haben es ja gehört. Sie hat gedroht. Und einer Drohnenfrau sollte man eigentlich lieber einige Fuß entfernt bleiben, aber als hätte Ezio eine Wahl. Ui, was ist denn hier los? Oh, hey, Licht. Oh, wisst ihr, warum mich das erinnert? Falls ihr Batman, also hier The Dark Knight Rises gesehen habt, daran erinnert mich das gerade ein bisschen. So. Auch mit den Leuten rumherum. Ach, da sitzt sie. Da sitzt sie.
Da sitzt sie. Reden wir mit dir. Eure Mitarbeit lässt zu wünschen übrig. Ich kam, um meine Männer zu retten, nicht um Freunde zu finden. Genau dort. Die Rüstung ist zu dick für Kugeln. Ich werde sehr nah ran müssen. Janus, wir müssen ihm helfen. Eieiei. Der abtrünnige Shakulu folterte die übrigen osmanischen Gefangenen. Eliminieren Sie Shakulu, bevor weitere von ihnen sterben. Und bestenfalls darf Janos nicht mehr als die Hälfte seiner Gesundheit verlieren. Das klingt gut. 4 Ziele müssen eliminiert werden. Eieiei. Kann ich die... Oh Gott, jetzt die Armbrust, ne? Na super. Oh Gott, das können wir nicht mehr alles benutzen. Was? So, hier dieses Gewehr oder die Wurfpfeile? Was? Wie soll ich das denn machen? Okay, so. Zack. Gut, jetzt fette versteckte Klinge-Action. Und wir sollen uns echt beeilen, glaube ich. So, zack, Nummer 2. So, dann gehen wir einfach mal hier hoch. An diesem ebenfalls sehr unauffälligen Weg. So, zack. Jetzt hier hoch. Janosch hat zwar ein bisschen was verloren, aber wir schaffen das. Ha, und jetzt vom Kreuz Shakulu eliminieren. Oh ja. Nimm das! Huah! Männer, die aus Freude zum Mörder werden, verdienen keine Gnade. Hey! Was ist das denn für ein Tier? Alter! Ich hab den eigentlich wieder versteckt Klinge getroffen! Was ist das denn für ein Tier? So, kontern. Den kontern wir auch mal weg. Also mit Serie. Eieiei! Da hinten. Und der auch noch. Mal gucken, ob die alle nachkommen oder ob wir uns dann in Ruhe Shakulu kümmern können. Der eine hat sich, glaube ich, verpisst oder so. Shakulu, beweg deinen Hinterlin. Oh. Also kontern geht schon mal nicht, das wundert mich aber auch gar nicht. Greifen natürlich auch nicht, das ist ja auch zu einfach. Dann müssen wir ihn halt ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Können wir irgendwas anderes auswählen? Ja, gut, das geht. Dann nehmen wir mal das Schwert. Na? Nee, Konter geht gar nicht. Also, oder ich mach's wieder falsch. Also, es kann beides sein. Oh, das kann lange dauern. Oh doch, wir ziehen ihn aber gut ab damit. Mit dem Konter ziehen wir ihn sehr gut was ab. Leute, rennt, sonst komm ich auch mit. Ah, hey, Alter, was machst du denn hier? Oh nee, oh nee, der hat so eine schwere Waffe. Das ist halt blöd. Ha! Tötet mich nicht! Sinjoka Shadilara. Könnt ihr gehen? Evet. Die Gewehre, die ihr brachtet, sie sollten zerstört werden. Die meisten funktionieren gar nicht. Nur das Schießpulver ist echt. Das konnten wir nicht fälschen. Bene. Bleibt außer Sicht, bis ihr die Explosion hört. Dann rennt ihr. Explosionen? Wenn ihr das tut, ist hier die Hölle los. Das wird die ganze Stadt aufschrecken. Sie. Genau das möchte ich. Und was dann? Dann suche ich Manuel Palaiologos. Ja, wenn Ezio an der Sache ran ist, ne, dann müsst ihr natürlich hier übelst übertreiben. So, Shakulu, hier Datenbank-Eintrag. Bla 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 bla, skrupellos, bla bla, blödes Arschloch, bla bla. Hauptsache er ist tot. Ne? Ne, Alter? Oh, der liegt aber schön. Komm, plündern wir den noch, damit er nichts mehr hat. Ach doch, ganz gut Geld noch. Der läuft, so supi. Ein Mehrspielerbonus haben wir auch freigeschaltet. Das ist super, weil wir brauchen den ja auch so sehr. Ah, so, naja. Ganz kurz, Medizin, sind wir voll. Brauchen wir nicht. Ja, dann können wir mal hier ganz kurz... Oh, vielleicht sollte ich mal das hier wegstecken. Sollten wir mal hier so dieses Datenfragmentchen holen. Ah, das ist es. Und zack. So. Ja, ich finde, das reicht
Hey, habt ihr eure Messer dabei? Der Gelbe ein gutes Übungsziel. Hä, ich ein Übungsziel? Ich verspeise dich zum Frühstück, Alter. Naja, ihr habt's gehört, Ezio hat vor, in der nächsten Folge ein riesiges Spektakel zu machen und deswegen geben wir ihm mal so ein bisschen Zeit, sich darauf vorzubereiten, ein bisschen mit dem Feuer zu spielen, wie ihr gerade gesehen habt. Und wir bewegen uns dann schon mal so Richtung Hauptmission und ja, sehen wir mal, wie das alles dann zustande kommt oder auch nicht. Und ja, genau, dann sehen wir uns einfach mal in der nächsten Folge wieder von Assassin's Creed Revelations. Und ich hoffe, dass... Oh nein. Ja, auf jeden Fall, man sieht sich dann in der nächsten Folge. Und Tschüssikowski, ich muss hier weg. Ich muss hier dringend weg. Oh ja, wir müssen hier weg. Tschüss!